Kein Problem für dich, oder? Wenn man mich eingesperrt hat, hat mein Lichtschwert. Ich brauch's zurück. Spaß, Biddy? Aber ich glaube, die Energie muss anbleiben. Da ist wohl doch jemand zu Hause. Hey, ich kenne diese Band. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin Sir Tormo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation. Du musst Greasy 4 andanken. Der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen!
was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Ich spittere Blut und aus Moneten. Heute penetrieren wir die gefallenen Herausforderer der Vergangenheit und das von ihnen erbrachte Opfer. Denn es macht uns frei. Vielleicht braucht er was. Das kriegst du ganz schnell raus. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Ich muss doch meine Credits zählen. Das Dreck. Er redet echt zu viel. Und schon ändert sich die Chance. Was für ein Schlag vom Jedi. Du kannst sie nicht alle aufhalten. Davon habe ich noch viel. Nochmal! Das hat wehgetan! Das Beste kommt erst noch. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Die Hanzion Blut lässt zum Anfang. Ich hab hier was für dich. Du ein Kratzer. Versuch doch mich zu fangen. Greif einfach an! Das hab sogar ich kommen sehen! Hast du eigentlich eine Ahnung, wer das war? Sehen wir nach. Was soll das heißen? Es ist die Mantis! Das gehört sie! Es gibt keine Kurbel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Hey, Grease. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir,
Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Marie? Kerl, wir haben Tavul. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Hey, Kleiner. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Cal. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir je passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Sie wachsen schnell. Cordova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung.
Nichts ist schöner, als ein paar primitiven Grobianer beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja! Ha, hu, ha, hu. Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Wir reden später, Kerl. Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Choisig und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tafel markiert. Marie sagt, ihr wurdet überrannt. Ich ahnte nicht, dass es so schlimm würde. Mit dem Imperium ist es immer so schlimm. Aber noch hast du eine Chance, alles zu meistern. Ich werde euch helfen. Du hast schon so viel getan. Danke, Cal. Fall nicht zurück! Läuft gar nicht schlecht, oder? Gute Arbeit, BD. Ich glaube, das ist ein Fall für dich, BD. Gehen wir, BD.
Ein Aufständischer! Still dabei! Volltreffer! Verdammt, zieht die Köpfe ein! Er blockt! Beschussbündel! Okay, Jedi, kämpf mit mir! Los geht's! Wahrscheinlich nicht gut. Holen wir ihn uns. Macht ihn fertig. Wir schaffen das. Jemand anderer soll hier raufkommen. Ordentlich ist Verstärkung im Anmarsch. Werde nicht scheitern. Mein einziger Befehl lautet, dich zu erledigen. Ich werde nicht scheitern. Halt dich!